Natürlich kann bis 2030 vieles passieren und es ist auch nicht gesagt, dass das irgendeine Garantie ist, wie es jetzt weitergeht. Das ist charttechnisch. Wir arbeiten uns hier in den Kontext und dafür verwende ich einen vierteljährlichen Intervall. Also bei der Kerze, die wir jetzt dann später sehen werden, stehen dann eine Kerze für einen Preisverlauf von 3 Monaten und da sind eben bis zum Jahr 2030 nicht so viele Kerzen, die man braucht, um dorthin zu gelangen. Eine Kerze steht, wie gesagt, für einen Preisverlauf von 3 Monaten. Somit sind langfristige Veränderungen besser sichtbar, die es bisher gegeben hat. Und das ist ja Charttechnik. Man schaut sich einen Kontext an, was ist bisher passiert und was sind dann mögliche wahrscheinliche Ereignisse in der Zukunft. Der Goldpreis ist hier zu sehen seit dem Jahr 1833. Also erstmal zu sagen, wir sind nahe des Allzeithochs und positive Entwicklung. Alle, die in Gold sind, sind im Grunde Gewinner. So. Das ist erstmal die erste Situation. Und dann sind zwei Sachen auffällig in diesem Chart. Wir haben einmal einen Inflationssqueeze 1980. Den habe ich jetzt einfach mal Inflationssqueeze genannt. Wie kam es dazu? Nun, wir hatten damals eine politische Unsicherheit. Wir hatten eine geopolitische Unsicherheit. Wir hatten den Kalten Krieg, der immer noch da war. Wir hatten eine iranische Geiseldrama, über das sich die Märkte unterhalten haben, die Anleger in Unsicherheit versetzt hat. Wir hatten den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Politischen Turbulenzen haben eben die Nachfrage nach Gold geschürt, was als sicherer Hafen angesehen wird bei vielen Investoren. Dann hat man natürlich auch eine Inflation in den 70er Jahren, in vielen Ländern zu hohe Inflationsraten, insbesondere in den USA. Die Investoren haben dann eben auch wieder Schutz gesucht im Gold. Und wir hatten auch eine höhere Nachfrage aus der Schmuckindustrie, die Elektronikbranche hat mehr Gold nachgefragt. Da gab es also auch so eine Dynamik, dass da sich Hoffnung breit gemacht hat, dass es vielleicht im physischen Gold, das ja primär in der Jahresproduktion besteht aus der Goldminenproduktion und dem Altgold, das als Recycling zurückkehrt und dann dem Markt neu angeboten wird. Und wenn da die Nachfrage dann plötzlich steigt, dann ist eben die Reagibilität von so einem von so einer Nachfrage nicht so besonders hoch. Und wenn da sich eine Dynamik plötzlich entwickelt, können Defizite entstehen. Und so war eben so eine angeheizte Situation eben auch aufgrund der Tatsache, dass dann die Notenbanken eben die Zinssätze gesenkt haben, die Geldmenge eben zuvor dann auch nochmal erweitert haben, um eben dann, man kennt das Spiel, eben die Konjunktur ankurbeln zu können. Und das waren eben solche Dinge, die dann dazu führten, dass die Preise deutlich stiegen. Viele Jahre, Jahrzehnte später, hatten wir dann den Investment Squeeze, will ich das mal nennen. Warum? Nun, wir hatten damals eben Jahr 2012 auch wieder diese Unsicherheiten der Weltwirtschaft. Ja, in den 2010er Jahren war so eine unsichere Phase, das Wachstum war so unstetig. In Europa hatten wir die Staatsschuldenkrise, wir hatten niedrige Zinssätze. Die Zentralbanken haben eben versucht, dann eben durch Nullzinsen später dann, da war man noch nicht im Nullzinsbereich oder nicht im Negativzinsbereich, aber man hat gesehen, perspektivisch könnte es dahin gehen und das hat natürlich für Unsicherheit gesorgt. Wir hatten auch eine hohe Nachfrage in Asien. Die Länder Indien, China primär sind stark expandiert und da hat man dann eben auch bei den Leuten, die dann reich geworden sind, eben die Nachfrage, die wollten ein paar Goldbarren haben, um eben zu diversifizieren. Das Gleiche haben auch die Zentralbanken gemacht in Asien, die plötzlich gesehen haben, unsere Bilanz ist deutlich größer geworden. Wir haben nur Dollars da drin zum Beispiel oder ein zu hohes Gewicht an Dollars und das wollen wir ein bisschen teilbesichern durch Gold und haben eben Gold gekauft. Dann gab es eine quantitative Lockerung, die da das erste Mal dann so eingeführt wurde, also eine expansive Geldpolitik. Die amerikanische Notenbank hat Staatsanleihen gekauft. Auch das hat eben dann dazu geführt, dass alle Anleger eigentlich dieses Thema Inflation diskutiert hatten, vor Augen hatten, jetzt gleich kommt die Inflation, aber sie ist eben nicht gekommen damals, eben erst sehr viel später, wie wir heute wissen. Nämlich mit dem Covid-19-Squeeze. Das ist die dritte Preisspitze, in der wir eigentlich jetzt immer noch drin stecken. Deswegen ist das so, 2020 hat ja das begonnen und es hält eigentlich bis 2022 oder jetzt eben März 2023, wo ich das Video mache, hält das noch an. Wir haben heute auch wieder diese Unsicherheiten der globalen Wirtschaft. Das ist das Wiederanfahren aus diesen Engpässen, die entstanden sind durch Lockdowns. Ja, in China hat man erst Anfang Dezember die Regelung zur Null-Covid-Beschränkung gesenkt. Dann gab es eine neue Infektionswelle. Und jetzt fährt China erst wieder richtig an. Also bis heute reichten diese Unterbrechungen der Lieferketten noch an und es wird auch noch eine Weile dauern, bis die wirklich gänzlich gelöst sind. Und das heißt einfach, Angebot fehlt im Markt, die Nachfrage bei den Leuten ist immer noch da.
weil sie eben oft durch staatliche Programme nicht so heftige Einkommenseinbußen hatten. Das Geld ist da, Leute kaufen und warten monatelang auf ihre Sachen, die sie bestellt haben. Und das treibt natürlich auf der Anbieterseite die Preise nach oben und damit auch die Inflation. Und wir kommen jetzt auch aus einer Phase, wo eben niedrige Zinsen da waren, Negativzinsen da waren, und in den Leuten oder in den Köpfen der Leuten setzt sich erst so langsam fest, dass es wieder Zinsen gibt. Viele haben eben Gold auch gekauft aufgrund der Tatsache, dass es eben negative Leitzinsen gegeben hat, und dann hat man eben Gold auch nicht mehr wirklich bewerten können, weil Gold ja keinen Zins trägt, aber einen Werterhalt hat, und wenn das Papiergeld eben negativen Zins trägt, dann hat es intrinsisch eigentlich einen Wertverlust, also war Gold attraktiv. Ja, und dann kam eben auf eine erhöhte Inflation durch die Engpässe der Covid-Politik und auch durch die expansive Neuverschuldung der Regierung kam dann noch der Angriff auf die Ukraine, was dann eben energiepreisinduziert nochmal dazu geführt hat, dass die Inflation nochmal deutlich nach oben gezogen wurde. Und da befinden wir uns jetzt heute und steigen da mal in die Charttechnik ein, die technische Entwicklung. Links ist zur Orientierung zu sehen der Investment Squeeze, rechts ist eben der Covid-19-Preisanstieg oder Squeeze. Und dazwischen in diesem Tal hat man ein 1-2-3-Tief, das bis heute einen intakten Aufwärtstrend im Goldpreis mit sich brachte. Was jetzt die Situation ist, ist, dass wir bei 1676 eben so ein vereiteltes 1-2-3-Top haben im Goldpreis. Es hätte ein 1-2-3-Top entstehen können, eine obere Trendwende. Es hätte sein können, dass es erstmal seit 2016 der Aufwärtstrend bricht. Tat er aber nicht. Die Käufer sind reingegangen bei 1676. Sollte das auch weiterhin der Fall sein, da also bei der ockerfarbenen Kreis hier, wenn da die Käufer einsteigen, dann ist der Aufwärtstrend intakt und wir könnten allalong eben nochmal eine Attacke sehen auf das Allzeithoch. Der bärische Fall wäre, dass wir da drunter rutschen, drunter bleiben. Dann könnte eine Korrektur ins Haus stehen bis zur ersten Fibonacci-Extension 1430. Also Fazit, Gold zeigt einen intakten Aufwärtstrend in den US-Dollar. 1676 müssen zur Wahrung dieses Aufwärtstrends bei Anlegern weiterhin als günstiges Niveau gelten, einzusteigen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie Ihren Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Vergesst nicht, die Glockensymbol anzuklicken, um eben kein Video mehr von uns zu verpassen.